Mein Reiseziel liegt diesmal in der Nordsee. Ich will auf die Insel Norderney und finde, der Urlaub beginnt schon hier auf der Fähre. Fehlt nur noch ein klitzekleines bisschen Sonne. Da hinten ist schon Norderney. 14 Kilometer lang, 2,5 Kilometer breit. Es ist die zweitgrößte der ostfriesischen Inseln. 7 gibt es insgesamt. Alle haben diese tollen, langen Sandstrände. Trotzdem. Urlaub an der Nordsee ist nicht jedermanns Sache. Das Meer ist zu kalt, der Wind ist zu streng oder es ist Ebbe und das Wasser ist mal wieder weg und das Wetter macht sowieso, was es will. Eine echte Herausforderung. Warum kommen dann trotzdem jedes Jahr 500.000 Menschen hierher? Das möchte ich heute herausfinden. Blauer Himmel, Sonne, endlich. Das Wetter meint es gut mit mir. Und das Meer wartet auf mich. Es gibt eine Menge Strände auf Norderney. Manche sind einsam wie dieser. An anderen ist immer viel los, wie hier an der Weißen Düne. Kalt. 20 Grad, daran muss ich mich erstmal gewöhnen. Aber wenn man erstmal drin ist, ist es herrlich. Norderney hat nur eine einzige Stadt und die heißt praktischerweise auch Norderney. Die 6000 Einwohner sind gewöhnt daran, sich ihre Straßen und Plätze mit Touristen zu teilen. Ich suche einen Mann, dessen Job es ist, Touristen wie mir Urlaubstipps zu geben. Ein mobiler Veranstaltungskalender sozusagen. Bekanntmachung. Bekanntmachung. Ganz besonders zu empfehlen sind auch auf Norderney die Sonnenuntergänge. Egal, wo Sie gucken, am Weststrand, bei der Giftbude oder beim Sir Café oder bei der Milchbar, die Sonnenuntergänge sind ganz was Besonderes. Das sieht spannend aus, was Sie da gerade machen. Was ist das eigentlich für ein Job? Ja, das ist der Ausrufer. Ich bin Bernd, der Ausrufer. Ist das nicht ein Job, der eigentlich aus dem Mittelalter kommt? Aus dem Mittelalter nicht. Der Ausrufer war früher, wie in den Gemeinden, wie es noch kein Radio und Fernsehen und Zeitung gab, da war der Ausrufer der Gemeindediener. Der hat mit der ganzen großen Glocke am Dorfplatz gestanden und hat die amtlichen Sachen bekannt gegeben. Und diese Tradition war es bis vor 50 Jahren auch auf Norderney. Und seit 9 Jahren mache ich das wieder und lebe diese alte Tradition auf. Haben Sie immer was Neues zu erzählen oder wiederholen Sie manchmal auch Witze? Nein, es kommt ja jeden Tag was Neues. Ne? Jeden Tag passiert ja irgendwas. Natürlich, es wird auch vieles wiederholt. Denn wir haben ja nicht nur Stammgäste, wir haben ja auch viele neue Gäste. Ja? Mich zum Beispiel? Ja. Wo kommst du denn her, wenn man fragen darf? Ich wohne in Leipzig. Aus Leipzig, ganz auf Norderney? Ja. Schön, herzlich willkommen. Vielen Dank. Norderney blickt auf eine 200-jährige Tradition als Seebad zurück. Am Anfang machten hier die Königshäuser Europas Urlaub und bauten ganz nach ihrem Geschmack. Es gibt in der Stadt heute noch etwa 100 denkmalgeschützte Gebäude. Gehören nicht dazu. Hotels, die in den 50er Jahren und danach schnell hochgezogen wurden. Mit dem Massentourismus kamen auch die Bausünden. Urlaub wurde billiger, die Insel aber nicht wirklich schöner. Seit einigen Jahren ändert sich da aber was und Norderney wird an vielen Stellen wieder schick. Ob Hotels, Bars oder Restaurants, es wird wieder mehr Wert auf Charme und Stil gelegt. Etwas, das der Insel lange Zeit gefehlt hat und das ihr gut tut.
Wer Ruhe sucht und Abgeschiedenheit, hat es nie weit. Vom Stadtzentrum seid ihr in 20 Minuten draußen in der Dünenlandschaft. Touristen dürfen hier nur auf ausgewiesenen Wegen unterwegs sein. Die Natur hat immer Vorrang. Den besten Rundumblick habt ihr von so einer Aussichtsplattform. Davon gibt es drei auf Norderney. Echt cool hier oben. Prozent dieser Landschaft stehen unter Naturschutz. Außerdem gehören große Teile zum UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer. Und da dreht sich alles um Ebbe und Flut. Krebse, Muscheln und Seesterne. Um die 10.000 Tier- und Pflanzenarten leben hier im Rhythmus der Gezeiten. Bei Wattführungen könnt ihr diesen Lebensraum erforschen. Eine faszinierende Welt, die seit 2009 zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört. Auch Dünen, Salzwiesen und Sandbänke gehören zur Schutzzone. Das Highlight aber ist ein Besuch bei den Seehunden, den beliebtesten Bewohnern des Watts. Ausflugsboote bringen euch ganz nah ran an die scheuen Tiere. Das solltet ihr nicht verpassen. Ich will jetzt auch mal ins Wattenmeer, aber nicht zu Fuß. 3 Stunden Segeltörn für Anfänger. Genau mein Ding. Okay, klar zur Wende? Klar. Klar. Dreh. Meine erste Wende. Gar nicht so übel, oder? Sid und Uwe, meine Lehrer, wollen gleich nochmal. Anrufen, Fahrt aufnehmen und dann gucken wir mal. Klingt nach einem Plan. Ich soll das Seil im richtigen Moment loslassen. Aber das macht, was es will. So. Darum ist wichtig, Leinenordnung zu halten, dass genau sowas nicht passiert. Ich hätte dich jetzt hier fast in der Nordsee versenkt. Nee. Ich lerne, Ordnung an Bord ist mega wichtig. Nee. Ja, siehst du? Nee, so. Auf Yachten legen wir achten. Immer über Kreuz, so. So, über Kreuz, über Kreuz. So, kannst du weiterführen. Ei, ei, Sid, hab ich kapiert. So langsam kriege ich den Dreh raus. Glaube ich. So, und jetzt soll ich ziehen. Warum ist das Seil bloß so lang? Jetzt! Hier! Was jetzt? Das macht Spaß! 3 Stunden auf dem Wasser gehen rum wie nix. Eine echt schöne Sache, auch für Anfänger wie mich. Mir fehlt jetzt nur noch eins. Der Sonnenuntergang, ein perfektes Finale. Tschüss, Norderney.